Hi Anja hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Arkos auf der CeBIT in Hannover und wir haben hier vor uns das Arkos 50C Oxygen, das in Deutschland für unter 230 Euro erscheinen soll, also vermutlich für 229 Euro. Und in diesem Video wollen wir uns das Smartphone mal ein bisschen genauer anschauen, denn es ist recht interessant, da es eines der ersten Geräte mit dem Octa-Core-Prozessor von MediaTek ist, der bei 1,7 GHz getaktet ist. Dazu haben wir hier drin 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB internen Speicher, den man auch über einen MicroSD-Kartenslot erweitern kann. Gut, schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen weiter an. Wir haben hier ein 5 Zoll großes Display mit einer 720p Auflösung, also 1280x720 Pixel. Dann haben wir hier vorne eine Kamera, unten 3 kapazitive Buttons. Das sind die typischen Android-Buttons, die wir von all den anderen Geräten natürlich kennen. Wenn wir weiter nach unten schauen, gibt es dann einen Micro-USB-Anschluss. Daneben sitzt das Mikrofon. Auf dieser Seite haben wir dann den Power-Button, den Eingang fürs Headset, eine Lautstärkewippe und auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. Die Rückseite ist natürlich aus Plastik. Allgemein ist das Smartphone offenbar aus Plastik gefertigt. Auf jeden Fall ist die Oberfläche ein bisschen ähnlich wie beim Nexus 7 der 2013er Generation und fühlt sich dadurch nicht billig an. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, vor allem bei den 230 Euro. Was ganz praktisch ist, man kann die Rückseite hier abnehmen. Das müssen wir mal versuchen. Und dort können wir dann nämlich den Akku austauschen. Das sehen wir bei Smartphones leider recht selten. Hier ist das der Fall. Zum einen können wir den Akku hier austauschen. Das ist ein 2000 mAh Akku. Und dann haben wir gleich 2 SIM-Kartenslots. Das ist also ein Dual-SIM-Smartphone. Und hier oben haben wir dann den Micro-SD-Kartenslot. Dadurch kann der Speicher dann beliebig erweitert werden. Hier unten sehen wir dann noch den Lautsprecher, der natürlich durch diese Punkte hier Löcher bedeckt ist. Gut, machen wir das Arkos 50C Oxygen mal wieder hier zusammen. Hier drauf läuft jetzt Android 4.2 Jelly Bean. Das können wir uns gleich auch nochmal in den Einstellungen hier anschauen. Da haben wir Android 4.2.2. Ob es ein Update auf Android 4.4 KitKat geben wird, wissen wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Aber die Hardware würde es auf jeden Fall unterstützen. Wir haben hier also ziemlich nette Hardware für nur 230 Euro. Wenn wir dagegen das Samsung Galaxy Note 3 vergleichen, das können wir mal schnell nebeneinander halten. Das hat ein etwas besseres Display mit einer Full-HD-Auflösung. Wir haben hier nur 720p. Allerdings kostet das Arkos 50C Oxygen auch nur halb so viel. Und das ist auf jeden Fall dann doch eine interessante Alternative, die man sich mal anschauen kann. Ich merke gerade, dass die beiden Geräte ungefähr gleich dick sind. Trotz des günstigen Preises ist das Arkos 50C Oxygen also nicht viel dicker, vielleicht sogar ein bisschen dünner. Das müssen wir uns dann mal genauer anschauen. Okay, das ist ein schnelles Hands-on mit dem Arkos 50C Oxygen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.